Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich im Namen des Look Magazins, aber auch im Namen von Evolution. Und neben mir unser schon euch bekannter Evolution Firmengründer, Eigentümer, Chef Herbert Schamberger. Hallo lieber Herbert, danke, dass wir heute wieder hier zu Gast sein dürfen im Evolution Headquarter, in der Evolution Zentrale. Wir hatten schon einmal ein sehr interessantes Gespräch vor einigen Wochen, wo wir über die Kraft der Natur in deinen Produkten auch gesprochen haben. Und heute geht es darum, eure Akademie vorzustellen. Was ist denn die Evolution Akademie? Ja, ich möchte mich zuerst noch einmal sehr herzlich bedanken für die heutige Einladung, für deinen lieben Besuch bei uns im Headquarter. Und habe unser letztes Gespräch noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und es hat ja auch eine unglaubliche Resonanz darauf gegeben. Es ist schön, dass wir heute an unser letztes Gespräch anknüpfen können und heute nicht über unser großes Produktprogramm sprechen, sondern über unseren zweiten Schwerpunkt, über unsere Akademie. Und es ist ja ein wirklich großes Anliegen von uns, Wissen zu vermitteln, denn ich bin überzeugt, dass Wohlbefinden, dass Gesundheit, dass Fitness ohne entsprechende Information ja nicht möglich ist. Aber da wären wir schon beim zweiten Problem fast. Es gibt ja so viele Informationen, nur welche sind denn für mich die richtigen? Und deshalb bin ich sehr glücklich und sehr froh, heute die Frau Baumann bei uns begrüßen zu dürfen. Frau Baumann ist Heilpraktikerin und sie versteht es fast wie ja, kaum ein anderer, uns diese komplexen Zusammenhänge so zu vermitteln, dass wir sie verstehen und dass wir sie ganz leicht in unseren Alltag einbauen können. Und auf das Gespräch freue ich mich. Aber bevor die Frau Baumann jetzt zu uns kommt, noch ganz kurz, Herbert, was möchtest du denn mit der Akademie bewirken, mit der Evolution Akademie? Naja, mit der Evolution Akademie bewirken wir Information. Es ist ja Gesundheit ohne Information nicht möglich. Denn wenn ich nicht weiß, was ich tun soll für mich, dann wo soll ich anfangen? Soll ich wahllos etwas schlucken? Soll ich mich nur gesund denken? Es gibt ja tausend Möglichkeiten mehr oder weniger sinnvolle. Also ich glaube und ich bin überzeugt davon, sinnvolle Informationen zum Thema, was kann ich tun, gesund zu bleiben oder wenn ein Problem vorliegt, eben gesund zu werden. Das ist also unsere Aufgabe und dafür setzen wir uns ein und dafür tragen wir Sorge, dass wir also wirklich gute Referenten vermitteln können, die dieses Thema aufbereiten und an unsere Zuseher, unsere Zuhörer vermitteln können. Weitergeben. Und in der Akademie bietet ihr eben Ausbildungen an? Richtig, in der Akademie gibt es verschiedene Ausbildungen. Es gibt ja eine Vielzahl von Seminaren, eine Vielzahl von Webinaren zu verschiedensten Schwerpunktthemen. Aber mit Oktober starten wir mit zwei zertifizierte Ausbildungen. Und da starten wir mit der Ausbildung zum zertifizierten Ausleitungs- und Entgiftungsberater. Das ist die eine Ausbildung und die zweite, da geht es dann um den Seelenheilpraktiker. Genau, und die Ausleitungs- und Entgiftungsberaterin, die wollen wir jetzt näher befragen. Das freut mich. Das ist eben die Christine Baumann. Frau Baumann. Genau, auf die freuen wir uns jetzt. Herzlichen Dank. Liebe Christine Baumann, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Heilpraktikerin. Und wirst uns heute ein bisschen in die Welt der Entgiftung einführen. Genau, sehr, sehr wichtig. Warum ist Entgiftung und Ausleitung denn so wichtig? Es ist einfach so ein Basisthema, kann man sagen. Der Béchamp hat gesagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und wir wissen heute, dass Krankheit nur da entstehen kann, wo sozusagen das Habitat für die Krankheit vorgesehen ist. Über Entgiftung und Ausleitung haben wir selber im Griff, schon im Vorfeld was für unsere Gesundheit zu tun und so dafür zu sorgen, dass wir lange gesund bleiben, dass wir fit bleiben, leistungsfähig bleiben, dass wir jugendlich aussehen, dass wir einfach unser Leben sozusagen optimal
nutzen können. In Pandemiezeiten besonders wichtig natürlich auch. Du hast es zuerst kurz angesprochen, weil durch Entgiftung und Ausleitung eigentlich auch der Grundstein gelegt wird für einen gesunden Körper. Genau. Es ist so, dass das Immunsystem natürlich auch davon profitiert und damit arbeiten muss, dass es nicht abgelenkt wird sozusagen von irgendwelchen Schadstoffen oder Endotoxinen, die halt, der Körper produziert ja im Stoffwechsel ständig irgendwelche Produkte, Stoffwechselabbauprodukte, die er auch wieder loswerden muss. Und wenn er damit zu sehr beschäftigt ist, dann lenkt ihn das ab von seinen eigentlichen Aufgaben. Und dann kann natürlich auch das Immunsystem nicht stark und wehrhaft sein, wenn es dadurch immer wieder abgelenkt und geschwächt wird. Wer sollte denn eine Entgiftungs- oder eine Ausleitungskur machen? Im Prinzip eigentlich jeder. Also es ist so, dass es jeden betrifft. Wir sind eben durch die Umwelt sind wir natürlich belastet, eben durch diese Stoffwechselabbauprodukte sind wir belastet, durch unsere Lebensweise mit viel Stress. Handy vielleicht auch. Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, dass wenn man jetzt entgiften möchte oder dass zum Entgiften auch einfach das geistige Entgiften dazugehört und dass man ab und zu mal Handy oder beziehungsweise Medienfasten macht. Wir sind ja permanent beeinflusst von irgendwelchen externen Informationen, die wir verarbeiten müssen und die uns natürlich auch stressen und die uns Nerven kosten. Und da ab und zu mal abzuschalten, tut auf jeden Fall total gut. Die Frage war, wer sollte entgiften? Im Prinzip eigentlich jeder. Man kann eigentlich auch nicht früh genug damit anfangen, finde ich. Also in den frühen 20ern ist es genau, kein Fehler. Genau, in den frühen 20ern beginnt ja eigentlich der Alterungsprozess, es beginnt langsam der Abbauprozess und spätestens dann wird es eigentlich Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich tun, um meine Gesundheit und meine Leistungsfähigkeit möglichst lange zu erhalten. Und spätestens, wenn natürlich irgendwelche körperlichen Symptome schon auftreten, dann hilft einfach eine Entgiftungs- oder Ausleitungskur als begleitendes Mittel, diese Symptome auszubremsen bzw. Therapien überhaupt erst wirksam zu machen. Ja. Es ist aber auch nie zu spät, habe ich gelernt. Es ist auch nie zu spät. Also auch wenn ich schon ein gewisses Alter erreicht habe und auch schon Symptome habe. Ja, auf jeden Fall. Ist es gut. Auch dann ist es gut, die Ausleitungsorgane zu unterstützen, den inneren Alchemisten zu stärken, weil eben einfach eine Therapie ganz anders wirken kann, wenn sie sozusagen im richtigen Milieu stattfinden kann. Und wie stärke ich jetzt meinen inneren Alchemisten? Das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wie funktioniert denn so eine Kur? Das ist ausgesprochen individuell. Also es ist so, dass es für viele ja im Alltag einbaubar sein muss. Wir können natürlich kleine Dinge sowieso jederzeit tun. Der Rat ist so zeitlos und langweilig er ist, einfach möglichst viel Wasser zu trinken. Das ist ein Lösungsmittel, was dem Körper hilft, seine eigenen Reinigungskräfte anzuregen. Bitterstoffe vor jeder Mahlzeit zum Beispiel würde die Leber schon anregen, würde die Verdauungsdrüsen anregen, sodass die Verdauung optimaler laufen kann und da weniger Fäulnisprozesse entstehen. Bewegung, Atmung, frische Luft sind so Dinge, die im Alltag dazugehören. Und dann tut man aber eben gut daran, sich auch ein- oder zweimal im Jahr wirklich Zeit zu nehmen und sich ganz konkret mit Entgiftung zu beschäftigen. Und da gibt es ganz individuelle Wege, wie man das für sich einbauen kann. Der eine macht eine Kur von 8 Wochen, die irgendwie so nebenbei läuft. Der andere sagt, der macht es ganz komprimiert und macht 10 Tage sozusagen Klausur inklusive Meditation und dergleichen. Da gibt es unterschiedliche Wege. Genau. Und jetzt führst du in der Evolution Akademie Ausbildungen zur Ausleitungsberaterin durch. Wer kann denn an solchen Ausbildungen teilnehmen oder wer könnte teilnehmen? Brauche ich da Vorkenntnisse? Kann ich das einfach so machen? Also die Ausbildung ist schon konzipiert als eine Fortbildung und richtet sich eigentlich an Energetiker, an Heilpraktiker, an Gesundheitsberater, Ernährungsberater, sozusagen als Aufbau. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass die Menschen, die da zur Ausbildung kommen, sich auch schon ein bisschen mit Gesundheit beschäftigt haben. Wir haben aber jetzt keine Beschränkungen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das gerne für mich machen, darf er die Ausbildung schon auch mitmachen. Für denjenigen, der es sozusagen ein bisschen einfacher und komprimierter einfach nur für sich selber verwenden möchte und jetzt beruflich damit nicht viel am Hut hat, gibt es aber auch die Möglichkeit, eben so in Abendvorträgen zu den jeweiligen Themen
diese Themen aufzuarbeiten. Da knüpfe ich jetzt gleich an. Es gibt drei Abendvorträge, nämlich am 26. August, am 7. September und am 5. Oktober 2021. Da kann man sich unverbindlich informieren über die Ausbildung zum Ausleitungs- und Entgiftungsberater. Genau, das und die Ausbildung beginnt, glaube ich, am 9. Oktober. 9. Oktober. Genau. 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 Und die dauert wie lange? Die dauert, es sind 5 Monate, also 5 Wochenenden sozusagen, 5 Module, jeweils Samstag-Sonntag-Unterricht. Und diese Abendvorträge finden dann jeweils danach auch nochmal statt. Also das eine sind die Infoabende, wo man sich über die Ausbildung informieren kann. Und zusätzlich gibt es aber für die Kunden, die jetzt sagen, ich möchte mich einfach in das Thema auch so ein bisschen einarbeiten, die Möglichkeit von einzelnen einzelnen Abendvorträgen. Genau. Und jetzt, wenn man sich da jetzt so ein bisschen eingehört hat, dann kommt man eigentlich ganz leicht zum Schluss, dass eine Ausleitungsberaterin eigentlich ein sehr zukunftsträchtiger Beruf ist, weil wir alle ja von der Gesundheit mittlerweile abhängig sind. Absolut. Ja? Und das heißt, es kann nicht falsch sein, diese Ausbildung zu machen. Nein, das glaube ich auch nicht. Zum einen ist es ja so, dass man für sich selber natürlich auch ganz viel mitnimmt. Zum anderen ist es eben so, dass jetzt Menschen, die für sich bereits verstanden haben, dass sie eine Ausleitungskur machen wollen, die tun sich einfach leichter. Man ist so betriebsblind für sich selber. Und es gibt ein so unfassbar weites Angebot an Produkten und an Möglichkeiten, dass man sich manchmal schwer tut zu überlegen, wo fange ich denn jetzt an und mit welchem Ausleitungskonzept fange ich denn jetzt an. Und da hilft mir ein Ausleitungsberater, der sozusagen aus der Metaposition draufschaut und sagt, was ist jetzt dein persönlicher erster Schritt? Das trifft uns alle. Es ist so, dass wenn man sich anschaut, so ein bisschen, wo die Gesundheitsreise sozusagen hingeht, dann ist ja das, was wir heute als die eigentliche Pandemie kennen, das Thema mit dem metabolischen Syndrom, also das heißt Stoffwechselentgleisungen, die mit Blutzuckerschwankungen zu tun haben, die mit Fetten zu tun haben, Übergewicht, Bluthochdruck, das ist das eigentliche sogenannte tödliche Quartett. Und es gibt inzwischen bestimmte Untersuchungen, die Hochrechnungen zulassen, wonach 40% und mehr der Bevölkerung in der westlichen Welt eine nicht-alkoholische Fettleber entwickeln zum Beispiel. Und das sind nicht nur übergewichtige Menschen, das sind auch schlanke Menschen, wo eben der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert, wo Insulinresistenzen sich entwickeln. Und das sind eigentlich die Ausgangsbasen, auf denen dann sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln, auf denen sich Krebserkrankungen entwickeln können. Also die Dinge, an denen wir eigentlich heute sterben. Ja. Das heißt, wer ausleitet, sorgt vor. Wer ausleitet, sorgt vor. Das ist eben so, das metabolische Syndrom ist ein Komplex, den haben wir sehr stark selbst in der Hand. Natürlich spielt die Genetik eine kleine Rolle, aber eigentlich geht es um die Lebensführung. Und wenn ich es schaffe, meinen Stoffwechsel regelmäßig zu entlasten, schon in der Basis, dann sorge ich natürlich damit vor, um solche chronischen Erkrankungen, um solche Alterserscheinungen einfach möglichst lange aus meinem Leben rauszuhalten. Und da tut es gut, jemanden zu haben, der sich gut auskennt, der den Stoffwechsel verstanden hat, der weiß, wie man Depots löst, wie man das Bindegewebe reinigt, wie man die Schleimhäute stärkt, eben wie man Leber und Niere stärkt, wie man den Lymphfluss anregt, der einfach da so ein bisschen Zusammenhänge verstanden hat und mich an der Hand nimmt und mir sozusagen hilft, damit ich einmal im Jahr das richtige Konzept für mich finde. Also kriegt man richtig Lust darauf zu entgiften, wenn man dir zuhört. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich alles machen kann oder könnte. Du hast zuerst erwähnt, Wasser trinken ist das A und O. Wie kann ich denn noch unterstützen? Ja, fürs Wasser trinken brauchst du vermutlich noch keinen Berater. Genau. Das schaffst du auch so. Das A und O ist und bleibt die Ernährung. Auch das ist schon tausendmal gesagt, dass man sich antioxidantienreich ernährt, fängt schon viele Radikale ab, macht schon viel Entgiftungsprozess. Und dann kann ich natürlich über bestimmte Wege mit naturheilkundlichen Mitteln einfach die Leber stärken, die Nierentätigkeit anregen. Ich kann über orthomolekulare Substanzen meinen Stoffwechsel aktivieren. Das lernt man dann in der Ausbildung. Das genau sind die Dinge, die man in der Ausbildung lernt. Und ich kann natürlich auch mein Äußeres beeinflussen. Natürlich. Ja, das spielt ja neben der Gesundheit auch eine wichtige Rolle. Absolut. Das heißt, es ist auch für die Haut gut. Ja. Ich sage jetzt mal so Stichwörter, die Frauen ja mitunter stören, wie Zellulite, Hautunreinheiten, brüchige Nägel, das wird natürlich alles durch die richtige Ausleitung und durch das richtige Entgiften
Natürlich. Man gestärkt sagt, und ja. Ja, man sagt, was die Haut nicht heilt, heilt nimmermehr. Die Haut ist sozusagen die dritte Niere, wird manchmal auch in der Naturheilkunde gesagt. Die Haut ist ein Ausleitungsorgan. Und alles, was der Körper an Dreck sozusagen auf anderen Wegen nicht los wird, wird er über die Haut loswerden müssen. Mhm. Und so wissen wir heute, dass eben Faltenbildung, was zu tun hat mit oxidativem Stress, mit Übersäuerung, aber auch Übersäuerung ist was, was an dem Nierensystem mit dranhängt. Wir wissen, dass Hautunreinheiten ganz häufig was zu tun haben mit der Leber oder aber auch mit dem Darm, mit den Schleimhäuten. Das heißt, wenn wir es schaffen, hier innerlich eine Balance zu erzeugen über bestimmte Wege, dann bleibt einfach das Aussehen länger jugendlich, die Haut strahlt, das Kollagen, das Bindegewebe ist einfach viel straffer, viel besser aufgebaut, es gibt weniger Faltenbildung und überhaupt merkt man ja, wenn man ein Haus putzt, dann strahlt es auch viel mehr. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Wenn ich das Haus nicht putze, dann wird der Glanz irgendwann verschwinden. Und genauso ist es im Körper auch. Also es ist auch eine Art innerer Entmüllung und Reinigung natürlich. Genau. Ja, und das ist der Vergleich, gefällt mir sehr gut. Ja. Es ist ein Aufräumen und, ein Vorsorgen für die Zukunft. Ein Vorsorgen für die Zukunft und einfach eine Möglichkeit, sich innerlich wieder neu zu strukturieren. Stichwort Better Aging, sage ich jetzt. Auch das natürlich jetzt in aller Munde schon seit langer Zeit. Das heißt, je mehr ich meinen Körper unterstütze, auszuleiten, desto länger strahle ich auch. Genau, desto länger strahle ich, desto weniger muss ich damit rechnen, dass irgendwelche Alterserscheinungen auftreten, wie Rheuma, wie Schmerzen, Gicht. Das sind alles Dinge, die ich mit einer regelmäßigen Entgiftung wirklich gut im Zaum halten kann. Jetzt interessiert mich noch, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen eigentlich? Weil meistens gibt es da einen Auslöser. Ich glaube, dass man, wenn man naturheilkundlich arbeitet, um das Thema gar nicht wirklich drum herum kommt. Also es ist einfach so, dass es in der Praxis einfach eine große Rolle spielt und zwar von Anfang an. Und eben, es ist so universal, egal mit was für einem Thema die Menschen kommen. Man muss immer so ein bisschen drüber nachdenken, was hat denn zu den Problemen geführt? Und an irgendeiner Stelle wird man immer irgendeine Art von Verschlackung oder Schadstoffen finden, die da eine Rolle spielt. Ich habe viele Patienten in der Praxis mit Kinderwunsch zum Beispiel. Da ist es einfach so, dass ich einerseits die Ausleitung von vornherein empfehle, bevor wir überhaupt mit Fruchtbarkeitssteigerung anfangen, weil die Ausleitung allein schon fruchtbarkeitssteigernd wirkt und weil ich natürlich auch dem neuen Leben, das sich da entwickeln soll, ein ideales Feld mitgeben möchte. Ja. Genau. Andere Patienten, die kommen mit ganz anderen Symptomen, wo man aber eben auch sagt, na, wenn wir erstmal den Dreck rausputzen, dann werden viele Symptome von ganz alleine verschwinden und ich muss vielleicht viel weniger irgendwie therapieren. Und das, der gute Arzt ist derjenige, der Prophylaxe macht, der da einsetzt, oder der gute Mediziner setzt da an, bevor die Dinge passiert sind. Ja? Und da ist Ausleitung einfach das Basisthema. Das ist der Grundsatz. Ja, wenn ich ordentlich ausgeleitet habe und natürlich gleichzeitig dafür sorge, dass alle Mikronährstoffe zur Verfügung stehen über die Ernährung oder über entsprechende gezielte Ergänzung vielleicht, dann habe ich die perfekte Prophylaxe, um lange leistungsfähig und körperlich jung zu bleiben sozusagen. Ja. Also von daher kommt man kommt nicht drum rum um das Thema. Das heißt, die Infoabende sind jetzt auch dazu gedacht, sich einmal selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Genau. Ja. Ich informiere mich auf eurer Homepage. Auf der Homepage www.evolution-international.com, da sind alle Daten drauf, die genauen Kursdaten, die Daten für die für die Informationsabende. Der erste ist am 26.8., ich glaube, du hast es schon gesagt. Ja, 26. August ist der erste, 7. September der zweite. Genau. Und am 9. Oktober startet die Ausbildung. Alle Informationen sind auf der Homepage zu finden, Preise und so weiter. Und eben bei den Infoabenden gibt es natürlich dann die Möglichkeit, über eine Fragerunde auch nochmal persönlich zu fragen, wenn man jetzt noch Unklarheiten hat, wenn man noch was wissen möchte. Und sonst kann man uns natürlich auch kontaktieren per E-Mail oder Telefon. Daten sind alle auf der Homepage zu finden. Wir beantworten gerne alle Fragen. Vielen Dank, liebe Christine. Ich werde auf jeden Fall an einem der Infoabende dabei sein und davor einmal vorsichtshalber viel Wasser trinken. Sehr gut. Das kann nicht falsch sein. Nein. Und dann freue ich mich auf das, was du uns an Know-how vermitteln wirst. Prima. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank an dich. Vielen Dank. Bis bald.